herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftsmörder 15, der Folge 15, Quatsch, Folge 15, Folge 63 auf MicroHazard TV und diesmal nur mit mir, dem Eisspringer. Der Bio ist nicht mehr dabei, wir haben auch jetzt ein paar Tage nur noch vor dem Gold-Update. Der Bio meinte, wir warten auf das Gold-Update und machen das dann auch gleich, dann wahrscheinlich, vielleicht, wenn es klappt, sogar am ersten Tag, gucken wir mal. Das Video wird dann aber erst gegen Abend kommen, weil wir da früher nicht die Zeit haben werden. Wenn es überhaupt am ersten Tag kommt, dann kommt auch erst am nächsten Tag. Aber mal gucken. So, also diesmal mit mir allein und in den nächsten Folgen dann auch. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ich will euch noch ein bisschen was zeigen, zum Beispiel der Straßenbau, die Plantage, wenn es geht. Und natürlich auch noch... ja, die Straße, habe ich schon erwähnt, den Markt will ich noch ein bisschen mehr bestücken quasi und mal gucken, vielleicht zeige ich euch noch die Viehzucht, wenn ich das schaffen sollte. Aber ich habe ein paar Mods, die wir nicht benutzen, rausgenommen. Und zwar ist das einmal ein Mähwerk von Kuhn, was ich rausgenommen habe, was wir als Mod drin hatten. Dafür habe ich vom Bio den Lamborghini wieder mit, Lamborghini Traktor, ich zeige ihn euch kurz. Das ist, wo ist er, schön weiß, der hier. habe ich wieder mit reingenommen als Mod, aber das war ein Vorbestellungs-DLC vom Bio gewesen, aber das ließ sich wunderbar weiterreichen, also habe ich das auch. Und ich habe aus dem ersten bereits bekannt, hatten wir da ja auch schon den mobilen Wasser- und Milchtank für 7.000 Euro und 30.000 Liter mit reingenommen, weil mir der Wasserwagen, den wir aktuell haben, nämlich der kleine Originale, er ist mir einfach zu klein mit 6.000 Liter Fassungsvolumen und das kriegt man die Krise, wenn man da irgendwas groß mit auffüllen will. Wir fahren jetzt, wir haben jetzt 12.000 Euro, 12.500, wir fahren mal zum Shop und werden uns diesen Milchwagen kaufen, also diesen mobilen Wasser- und Milchtank. Deswegen habe ich jetzt einen Dolly auch mit dabei, weil das ja ein Aufliegerfahrzeug, ein Aufliegeranhänger ist. Und werden das einfach mal machen. Dann können wir nämlich ein bisschen Wasser gleich zur Fabrik wieder liefern, die uns ja dadurch auch ein bisschen Geld produziert. Des Weiteren das Feld, was der Bio angefangen hatte, der letzten Folge zu bearbeiten, glaube ich, war das. Es ist sowieso eine Folge zwischendurch verloren gegangen, weil das Aufnahmeprogramm Shadowplay mal wieder rumgezickt hat, diesmal bei mir. Ansonsten zickt es ja immer nur beim Bio rum. Diesmal hat es bei mir rumgezickt. Das ließ sich nicht beenden, die Folge war nur 30 Sekunden lang oder so. Und das war's. Und ja, schade, schade. Aber das Feld, das Weizenfeld, was wir hatten, ist natürlich schon abgeerntet. Ich hatte es im Offscreen bereits wieder mit Hafer jetzt bestückt. Ich werde jetzt zwischendurch, zwischen den Folgen, die ich euch jetzt noch zeige, im Singleplayer wahrscheinlich, werde ich noch ein bisschen mehr auch Offscreen spielen, um halt euch auch noch ein bisschen was zeigen zu können, weil allein der Straßenbau frisst ja so viel Zeit weg, allein das Fahren von Sand und Schotter und Beton und so weiter. Die Bauabschnitte werde ich euch natürlich zeigen, das werden wir uns angucken, aber wir müssen mal gucken, dass wir das zeitnah auch noch alles ein bisschen hinkriegen. Wir werden wahrscheinlich, wir haben uns das noch nicht so genau besprochen, was wir noch machen, wahrscheinlich diese Karte nach dem Gold-Update vielleicht nicht weiterspielen. Wir werden auf jeden Fall die neue Karte spielen, den Namen ist mir schon wieder entfallen, ich weiß, dass es russisch klingt, vom Namen irgendwas mit S, ist mir entfallen, kann ihn gerade euch nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, nicht weiter tragisch. Das ist die große Tankstelle hier oben, aber die kennt ihr ja schon. Hier kann man auch Kraftstoff, den wir in der Fabrik hergestellt haben, da ist ein Leitpfosten weggeflogen, den wir hier oben, also in der Fabrik ja produziert haben, können wir hier auch verkaufen. Gibt leider nicht wahnsinnig viel Geld dafür. Also macht es mehr Sinn, den Treibstoff einfach für sich zu behalten und in den Tank auf den Hof zu schmeißen zum Beispiel. Weil wir das da ja auch nutzen können für unsere Fahrzeuge und den halt an der Tankstelle dann nicht kaufen müssen. Aber ihr seht, wir kriegen zwischendurch immer wieder so ein bisschen Geld. Es müsste noch ein bisschen Wasser in der Fabrik sein. Hier habe ich mich im Offscreen schon ein bisschen Wasser beliefert gehabt. Ansonsten ist natürlich der Markt noch, ich weiß nicht, der jetzt schon offen hat um 7, aber der Markt ist noch mit Stroh und mit Kartoffeln auf jeden Fall beliefert.
Hafer wird dann noch folgen, sobald das Haferfeld fertig ist. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Trailer. Den kaufen wir jetzt einfach, halt, das ist die falsche Kategorie, oder diverses. Wir nehmen jetzt diesen mobilen Wassertank und ich möchte ihn, da er für Milch und Wasser ist, hätte ich ihn gerne in so einem Silbergrau. Dann nehmen wir hier diese Farbe, glaube ich. Und für Gülle nehmen wir, falls wir den, den gibt es ja auch als Gülle-Anhänger, deswegen da würde ich dann eher so einen braunen nehmen, wahrscheinlich, so, was so mistig aussieht schon. Aber wir nehmen ihn jetzt mal in dieser Farbe. So, hier sind übrigens auch die Viehanhänger, die man dann braucht, um ja, Vieh transportieren zu können. Da unten stehen übrigens auch die Anzahlen drin, wie viel man da transportieren kann. Das ist genau derselbe, nur dass der halt nicht für einen Trailer ist. Also der ist für einen Dolly oder halt für die Zugmaschine direkt, für den MAN. Der ist halt für den Traktor zum Anhängen und das ist der kleine für den Traktor zum Anhängen. Ob wir das noch zeigen, ob ich das noch zeigen kann, muss ich mal gucken, ob ich das noch schaffe, aber wir werden mal, ich werde es mal versuchen, euch das zu zeigen. So, da hinten steht er, hat so eine leicht silbergraue Optik, ist ganz gut, so klassisch milchwagenmäßig. Klar, normal wäre das richtig silber, aber es sieht aber nicht silbrig, wie, ja, mit dem Dolldurchgangsfahren ist immer nicht so einfach. Der Bier würde das jetzt wieder lieben, der würde das lieben gerne machen, diesen Kennen. Ja, so viel dazu. So, suchen wir uns mal eine Stelle, wo wir ans Wasser rankommen. Dass wir das Ding noch auffüllen können, dann fahren wir damit zur Fabrik. Und werden die da nämlich dann gleich mal schön, ja, entleeren, sodass auch mal wieder, also was heißt mal wieder, auch mal richtig Wasser überhaupt drin ist. Kann man hier irgendwie eine Markierung anzeigen lassen? Mit O zeige Markierung. Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Welche Markierung? Keine Ahnung. Gut, ist ja auch egal. Scheint nicht besonders wichtig zu sein. So, ich fahre mal hier, vielleicht können wir hier unten, da wo die Straße dann später hier ansetzt, vielleicht kommen wir da gut ans Wasser ran. Fahre ich den einfach rückwärts ins Wasser, dann ist gut. Da hinten ist eine gute Stelle. Nehmen wir die richtige, schöne Stelle, die ist besser. Da hinten. Wir müssen ja eh da lang. Hier ist übrigens Edeka, aber das wisst ihr ja alles. Und ja, wir holen jetzt mal ein bisschen Wasser. Ist jetzt natürlich ein bisschen langweiliger, dass jetzt das Gespräch mit dem Bio nicht da ist. Aber ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen trotzdem. Ja, ich habe extra schon die Unimog genommen, weil der ein bisschen schneller fährt, wenn er auf Touren gekommen ist. Weil mit dem Trecker, da hätte man jetzt recht seine Schwierigkeiten. Wir fahren jetzt schon schneller als der Same Trecker fährt, den wir haben. Von daher... die Kurven nicht zu eng nehmen, sonst rutscht hier weg. Zu schnell um die Kurven Eier. Aber an der Stelle hier hat der Kartenbauer auch genannt. Gibt es extra so ein paar Stellen, wo halt das Schild nicht da ist, da wird man hier wunderbar besser ans Wasser rankommt. So, hier haben wir eine schöne Stelle. Auch Wasser hat eigentlich zu tief reinfahren. Gucken, reicht das immer so? Ja, es reicht perfekt. So, dann können wir das mit direkt hier auffüllen. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, aber so ein bisschen. Aber auch ordentlich rückwärts reinrangieren, das ist natürlich wunderbar. Und dann fahren wir damit nur zur Fabrik und lernen das einmal aus. Wir könnten natürlich auch den Stop Milk Sale aktivieren und somit die Milch, die wir produzieren, mal gucken, wie viel haben wir denn. Wo ist er? Hier hinten. Wir haben immer 390 Liter, Wahnsinn. Die Produktivität, ich spiele es trotzdem im Multiplayer, also deswegen, das dauert noch kurz, bis die wieder da ist. Stroh einstreuen ist noch ein bisschen schwieriger, wir keine Ballen haben. Aber wir haben zwar einen Haufen loses Stroh, aber der Einstreuwagen mag nicht so loses Stroh haben. Ist er nicht so der Freund von. Lässt sich irgendwie nicht so richtig schön einfüllen. Was soll man machen? Wir können mal gucken bei den Schaufeln, also bei den Anbausachen für den Frontlader. Natürlich eine Ballengabel, eine Ballenspieß, klar. Silageballen, so, aha.
So, das kann, die Sachen können kein Stroh nehmen, ne? Können halt kein Stroh, aber kann ich kein loses Stroh einfach so verladen mit dem Förderband geht das auch nicht wirklich gut. Also der tut immer bloß so, also nicht mal 100 Liter Stroh reinkippen, das ist natürlich viel zu wenig. Und ja, und dauert sonst ewig, den Stall wirklich gut mit Stroh zu versorgen. Zumal wir ja auch nur, wie ihr seht, zwei Rinder haben. Oder zwei Kühe. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Produktionsanlage. Wir fahren dann durch den Wald durch, das ist der kürzeste Weg. Habe ich einen Hänger? Okay, es geht weiter. Wunderbar. So, 70 dürfen wir fahren, dann müssen wir erstmal hinkommen auf die 70. Gucken wir mal. Übrigens habe ich gesehen, dass die Ortschaft, die hier wohl angesprochen wird in der Karte, ist Süd. Also, ja, wer in Berlin wohnt, der weiß, wo LOS ist. Das ist ja hier LOS-Bereich. Es ist also südöstlich von Berlin, für alle, die es nicht wissen. Bin gestern erst wieder Autobahn gefahren und habe festgestellt: Oh, da gibt es ja eine Ausfahrt, wo Hangelsberg sogar dran steht. Die Baustelle hier oben, wo ihr den Beton hinfahren könnt, ist ja Baustelle Hangelsberg. Und ja, ist also gar nicht so weit weg. Ob es da wirklich so aussieht, kann ich euch nicht sagen. Ja, ich war noch nie da. Dass aber nicht weit weg ist, könnte man theoretisch hinfahren. Ich habe eigentlich keine Lust hinzufahren. Aber wollte nur mal erwähnen, dass es Uppsala in der Nähe ist. So, wir fahren hier im Schneckentempo mehr oder weniger durch den Wald. Obwohl 50 im Wald eigentlich nicht mal Schneckentempo ist. Ich hoffe, ich schaffe es einigermaßen mit dem Anhänger überhaupt da an die Abladestelle fürs Wasser ranzukommen. Weil in der Fabrikanlage ist ja alles ein bisschen sehr eng. Mit der Zugmaschine wäre es natürlich überhaupt kein Problem mit dem MAN. Leider fehlt uns dafür natürlich das mit ihr Kleingeld. Was wird noch eine ganze Weile fehlen. Schade eigentlich. So, da sind wir auch schon mal in der Fabrik und muss da hinten hin. Oh Gott, das wird eng. Gucken wir mal. Tor auf. So, und ab geht's. Ich habe das Tor auch lange genug offen. Ich habe letztens das Problem gehabt, dass ich einmal festhing, das Tor zu früh geschlossen hatte und dann hing der Trailer drin. Auch nicht sehr prickelnd. So, hier müssen wir hin und das Ding hier. Ihr seht, die Markierung ist gelb. Wir haben noch ein bisschen Wasser drin, 1500 Liter. 2%, das ist nicht wahnsinnig viel. So, hoffen wir mal, dass wir hier rankommen. Und er entlädt. Okay, dann bleiben wir mal stehen. Und lassen ihn entladen. Er lädt jetzt ab und dann haben wir die bedeutend viel mehr Wasser drin. Das produziert uns nämlich auch Geld. Und Treibstoff haben wir übrigens schon produziert hier. Wie ihr seht, 13.500 Liter. Das ist nicht wenig. Also hier seht ihr das. 13.500. Wasser steigt. Mischration, gut, haben wir jetzt, hatte ich abgeholt, Mischfutter einmal. Weizen haben wir reingekippt gehabt, da wollten wir ja mal Saatgut herstellen. Mist ist auch noch ein bisschen hier läuft. Wie ihr seht. So, das dauert natürlich ein bisschen immer das Abladen, das ist ja immer langwierig, langwierig. Aber was soll man tun? Man muss halt warten, bis das alles rausgelaufen ist. So, als nächstes werde ich gucken, dass ich ein bisschen, es ist noch nicht 8, oben das Sand, das Kieswerk macht er ja erst um 8 auf. Dass ich ansonsten ein bisschen Sand und Schotter zum Betonwerk fahre und dort entsprechend dafür sorge, dass die Straße mal gebaut wird. Denn, obwohl man es kaum glauben mag, aber allein das Hänger abholen, Hänger voll machen, herfahren, Hänger leer machen, hat jetzt fast 15 Minuten gedauert. Die Folge ist jetzt fast rum und wir fahren noch zum Hof. Werden den Trecker schnappen mit dem entsprechenden
Anhängern, um Sand und Schotter holen zu können. Auch überhaupt. So, ich hatte das einmal getestet. Ich hatte einmal im Speicherstand da ein bisschen rumgefummelt und hatte einfach mal die Stelle mir rausgesucht, wo man den Status oder den Speicherstatus für diese Straße hier drin steht. Und habe das einfach mal überschrieben mit dem, wenn es voll ist. Seht, es sind ja schon zwei Ladungen hier. Ich hatte währenddessen, ihr nicht dabei wart, eine Ladung schon mal hergebracht. Da haben wir 12%. Ich glaube, alle 20% wächst die Straße um einen Bauabschnitt. Ich glaube, insgesamt muss 1 Million Liter Beton hierher gebracht fair werden, um die Straße fertigzustellen. Und ich glaube, mit jeweils 200.000 Litern wächst die Straße um ein Stück weiter. Kann mich aber auch irren. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich habe das einfach nur mal auf das Fertiggestellte, habe erstmal angeguckt, wie die Straße dann aussieht. Also wie die hier quasi, so eine schöne doppelte Straße. Aber das gucken wir uns definitiv noch an. Das werden wir schaffen. Das machen wir einfach. Auch wenn ich im Offscreen spiele, ist kein Ding. Die Straße wird halt wohl meines Wissens immer um 12 Uhr gebaut oder nachts. Und wird das geprüft und gucken wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Machen wir. So, wir sind jetzt wieder am Hof. Die schmale Brücke hier ist ja noch ein bisschen vorsichtig geboten. Jetzt heizen wir hier rüber, egal. Haben wir schon und da sind wir wieder auf dem schönen Hof. So, da hinten stehen die Anhänger. Wir parken jetzt noch mal schnell den Tankwagen hier ab und dann kann es auch im Prinzip schon losgehen. Wenn ich die besser hingefahren wäre mit dem anderen Wagen, würde ich mal daneben passen. Naja, gut. Schauen wir den hier drunter. So. So, einmal auf den Dolly wechseln, abkoppeln. Und wunderbar. So, das war's mit dieser Folge. Ich verabschiede mich und ich hoffe, ihr hattet Spaß trotzdem, obwohl der Bio nicht dabei war. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich, wenn alles gut geht, morgen gleich schon kommt. Ich werde gucken, dass ich jetzt erstmal ein bisschen im Offscreen ein bisschen Lieferfahrten mache fürs Betonwerk. Auf dem Feld ist übrigens Hafer drauf, das habe ich hier im Offscreen gesehen gehabt, tief in der Nacht. Versuche auch jetzt nur am Tage zu spielen, es sei denn, ich will euch den Straßenbau zeigen, dann würde ich das vielleicht auch mal nachts machen, dass der Baufortschritt da zu sehen ist, aber ansonsten werde ich versuchen, nur am Tage zu spielen, damit ich auch nicht mit Helligkeitskorrektur arbeiten muss. So, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verbleibe somit und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!